Eine spannende Umfrage über die politische Kompetenz unserer Parteien habe ich gefunden. Und wir sehen das hier bei Twitter von Wahlen.de. Heißt es nämlich vom 20. Juni Forsa für RTL und NTV. Änderung zur letzten Umfrage sehen wir dann im Vergleich. Und die Frage war ganz genau. Welcher Partei trauen Sie zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden? Und so können Sie das Ganze natürlich noch mal ein bisschen besser erkennen, da gehen wir nämlich auch direkt auf diesen riesengroßen dicken Balken ein. Keine Partei ist mit mehr als der Hälfte wirklich eindeutig auf Platz 1 bei dieser Umfrage. Das sollte doch wirklich allen Parteien zu denken geben. Interessant, dass die AFD abgeschlagen um 1% nur noch bei 6% ist. FDP wiederum sagen 4%, ja, die haben hier gutes Vertrauen, genießen wir und die haben die Lösungen, die haben Kompetenz, die haben Ideen. Und Grünen lassen wir mal kurz weg. Union 11%, auch ein Verlust. SPD ebenfalls ein Verlust. Und ist das nicht interessant? Jetzt kommen wir zum Highlight, dass die Grünen hier tatsächlich unverändert bei 10% sind. Das heißt, von diesen Befragten, es sind 2503, insgesamt 250 Befragte sagen hier allerdings ernsthaft, die Grünen sind die Lösung und denen traue ich die Kompetenz zu, am besten mit den Problemen, die wir in Deutschland haben, fertig zu werden. Also ich glaube, diese 250 Befragten Menschen, haben immer noch nicht verstanden, dass ein Großteil der Probleme, die wir gerade haben, durch die Grünen verursacht wurde. Das muss man ja so klipp und klar an dieser Stelle benennen. Wenn man sich anguckt, dass wir nicht mehr ausreichend Strom, Energie haben, ohne im Ausland massiv zuzukaufen, das ist mitunter, nicht nur, aber mitunter auf die Grünen zurückzuführen. Wirtschaftsminister Habeck hätte es verhindern können, dass die letzten drei AKW abgeschaltet werden. Man hätte weitere AKW bauen können. Man hätte abgeschaltete AKW hochfahren können. Wurde nicht gemacht. Nein, was wird getan? Es wird Kohlekraft wieder hochgefahren. Die CO2-Emissionen dadurch so exorbitant nach oben geschossen sind in Deutschland, dass sie ihresgleichen suchen. Es ist unfassbar, dass 10% nochmal denen wirklich zutrauen, dass sie hier die Probleme fertig werden und damit lösen können. Genauso Heizungsgesetz. 10%, 250 Menschen. Ich sage die Zahl bewusst die ganze Zeit so häufig, weil ich es so unfassbar finde. Sagen wir allen Ernstes Heizungsgesetz, ja, ist eine super Lösung, super Sache. Ist zwar geschaffen worden von den Grünen das Problem, aber die werden das Problem auch lösen. Was will man davon halten, Leute? Was will man davon halten? Das können doch nur Leute sein, die von Tuten blasen einfach keine Ahnung haben, was hier im Lande los ist. Oder wie seht ihr das? Sind die Grünen die Lösung? Schreibt es unten rein.